talking about? Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Beim Stiegl Extreme Blobbing in der Area 47 zeigte Europas Splashdiving-Elite einmal mehr ihr umfangreiches Repertoire mit mehrfachen Front- und Backflips, Schrauben und vielen weiteren Figuren. Das Starterfeld war international besetzt mit Athleten aus Österreich, Deutschland, Schweiz und Dänemark. Und rund 1200 Fans belohnten die Luftakrobaten mit Jubel, Applaus und purer Begeisterung. Insgesamt traten 14 Teams bei dem Kult-Event an, um die Besten aus ihrem Kreis zu küren. Fachkundige Jury unter der Leitung von Österreichs Freestyle-Legende Christian Rio Riawetz bewertete die Darbietungen und nur die Besten der Besten fanden schlussendlich auch den Weg ins Finale. Und im Finale legten die 6 qualifizierten Teams noch eins drauf. Denn in der Endrunde durften gleich 3 Jumper von der Plattform auf den Block springen. Erfreuliches Resultat, die Splashdiver von Blob Europe erreichten zum ersten Mal in der Geschichte des Stiegl Extreme Blobbing die volle Punktzahl von 30 Punkten. Mit einem 5-fach-Salto inklusive Schraube holten sie sich auch den verdienten Sieg im Ötztal. Zweiter wurde das Team Boulogne Bombs aus Köln. Sie demonstrierten mit Luftständen von bis zu 17 Metern, welch waghalsige Höhen beim Blobbing erreicht werden können. Den 3. Platz sicherten sich die Local Heroes von 3,5 Ötztaler. Neben attraktiven Preisgeldern wurden die besten 3 Teams mit Stiegl-Bierfässern belohnt. Die Freude war riesengroß und die Vorbereitungen für das Stiegl Extreme Blobbing 2019 in der Area 47 laufen bereits. Hey, hey. Love this place. Love this place.